Hallo liebe Gartenfreunde und Hobbygärtner, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie versprochen gibt es nochmal ein Video zum Thema Pilzzucht im Garten. Also es bleibt spannend, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Mit freundlicher Unterstützung von Pilzmännchen, Edelpilze aus Deutschland. Ja, Pilzmännchen hat mir dreimal das Champignon-Pilzzuchtset für zu Hause zur Verfügung gestellt. Wenn ihr eins von denen gewinnen wollt, findet in diesem Video die Pilzmännchen. Die sind nämlich dreimal versteckt. Schreibt einfach die Zeit in die Kommentare und der erste oder die ersten drei haben gewonnen. Natürlich habe ich auch von Pilzmännchen so ein Pilzzuchtset bekommen und muss es natürlich gleich ausprobieren. Die ersten Steinchampignons konnte ich schon ernten. Die schmecken übrigens viel besser als gekaufte Champignons. Kann man nicht vergleichen, ist eine ganz andere Qualität und sind wesentlich fester und schwerer. Ja, lasst uns unsere Pilzzucht vergrößern. Wir bauen dieses Jahr Austernseitling, Rosenseitling, Limonseitling und Shiitake an. Auf welchen Holz geht das? Auf Ahorn, Weide, Buche, Eiche, Obstholz, Kastanie, Pappel oder auch Stroh. Die Brut wird in solchen Eimern geliefert. Es gibt die auch auf Körner, aber hier habe ich die Brut auf Holzspänen. Aber nicht alle Hölzer sind geeignet. Nadelgehölze und Robinie sind nicht geeignet. Das Holz sollte nicht älter als 3 Monate sein, sonst gibt es manchmal schon Fremdbesiedlung von anderen Pilzen und dann hat es euer Speisepilz nicht so leicht. Ich benutze hier Weide, Ahorn und Buche. Jetzt werden einfach Spalten in das Holz gesägt. Könnt ihr mit Hand machen oder auch mit der Motorsäge oder auch mit der Axt. Dann kommt die Brut in die frisch geschnittenen Spalten. Macht das bitte mit Handschuh oder mit richtig sauberen Händen. Dann wird die geimpfte Stelle mit einem Verband abgebunden, dass die Brut nicht rausfallen kann. Wenn ihr euch dafür entscheidet, auf der Website Pilzprodukte zu bestellen, benutzt doch gerne meinen Gutscheincode Pilze mit Gartin. So bekommt ihr 10% auf einen Mindestbestellwert von 10 Euro. Dieser Code ist bis 31.12.2022 gültig. Natürlich auch so eine Spaltentechnik anwenden, wie ich es hier gemacht habe. Die Brut rein und die Spalte wieder zurück. So ist die Brut auch befestigt und geschützt. Dann habe ich mir einen Strohrundballen besorgt für 20 Euro. Ich möchte mal versuchen, auf dem reinen Strohbeet Shiitake anzubauen. Ob das nur funktioniert, weiß ich nicht, aber ich möchte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ihr macht einfach ein dickes Strohbeet, ungefähr 50 cm dick, und da kommt die Brut rein. Und dann wird die ganze Sache immer schön feucht gehalten und mit ein bisschen Glück wachsen da irgendwann Pilze drauf. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen, also abonniert gerne den Kanal. Bei einem Freund habe ich auch im letzten Jahr eine Pilzzucht angelegt und auch in diesem Jahr kamen schon die ersten Austernseitlinge. Hier seht ihr die nochmal. Da, wo es das Strohbeet ist, habe ich auch schon mal Austernseitlinge angebaut. Die sind ja im Herbst gekommen und waren wunderbar. Das ist aber schon ein paar Jahre her.
Auch habe ich in den letzten Jahren schon mal Kräuterseitling versucht oder den Dämonenseitling, der immer wieder in Mengen kommt. So, jetzt vergraben wir die Stämme und wir ernten auch gleich Pilze, weil die Limonseitlinge, die kommen schon wieder. Gleich dreimal kommen sie. Ist ja nicht das erste Mal, dass die Pilze in diesem Jahr fruchten. Mal gucken, wie viel wir zusammenbekommen. Ihr müsst natürlich die Pilze ein bisschen schützen, weil Schnecken und Mäuse lieben genauso diese Pilze wie wir. Also macht ein Netz drüber, dann habt ihr nicht so das Problem mit Schnecken oder dass da Mäuse rangehen. Übrigens, Wühlmäuse mögen Pilze oder Seitlinge auch sehr gerne. Also müsst ihr auch schauen, dass die Wühlmaus da nicht rankommt. Ja, ist doch schon wieder eine super Ernte. Dieses Jahr hat dieses kleine Pilzbeet schon dreimal Pilze geliefert. Im letzten Jahr waren es auch drei, viermal. Also ist auf jeden Fall eine Sache, die sich rentiert. So ein etwas dünnerer Baumstamm liefert ungefähr 3 Jahre Pilze und ein dicker, ich weiß nicht wie lange, vielleicht 10 Jahre. Wir werden es sehen. Für euer Pilzbeet solltet ihr natürlich einen schattigen Ort aussuchen, der immer schön feucht ist. Ihr seht, das Pilzbeet ist genau unterm Tomatendach. Das heißt, der ganze Regen läuft immer auf das Pilzbeet. Und das ist auch gut so, weil wenn es schön feucht ist, dann kommen die Pilze. Die ganzen Links zu Pilzmännchen, zu ihrer Seite, zu ihren Produkten findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, die Pilzzucht, eine spannende Sache, gerade für schattige Beete oder sehr feuchte Beete. Es ist gar nicht so schwer, Pilze zu kultivieren, wie man immer meint. Schaut gerne mal auf ihrer Website vorbei. Benutzt auch gerne meinen Gutscheincode, dann spart ihr ein bisschen Geld. Und ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt die 3 Pilzmännchen gefunden habt. Die sind ja sehr gut versteckt gewesen. Und jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal. Folgt mir auch auf Instagram. Lasst mir gerne eine Geldspende da. Darauf bin ich immer noch angewiesen. Und jetzt sage ich Tschüss. Euer Gemüsekoch Martin. Macht's gut. Ciao.